Singh in den Tagen nach dem 17. Juli 1998. Den Namen dieser bis dahin weithin unbekannten obersteirischen Kleingemeinde kennt mittlerweile jeder in Österreich und auf der ganzen Welt. Der kraterförmige Einbruch, die sogenannte Pinge, ist das meist fotografierte Sujet des Landes. Die Vorstellung, dass darunter unter den Tonnen von Gestein 11 Menschen eingeschlossen oder gar begraben sind, trifft eine menschliche Urangst. In dem kleinen Ort kennt jeder jeden. Und der Kampf um die Deutungshoheit beginnt. Sind sie überhaupt noch am Leben? Wie stehen die Chancen? Und wer darf sagen, wann es keine Hoffnung mehr gibt? Das Unglück hat eine Medienlawine losgetreten. Die Journalisten mischen in dem Kampf kräftig mit. Probebohrungen in die Jausenkammer haben vermeintlich einen völlig überschwemmten Raum gezeigt. Kaum eine Chance für den dort eingeschlossenen Bergmann Heinzler. Und von den anderen 10 Kumpel weiß man nicht mit Sicherheit, wo sie sich zum Zeitpunkt des Einbruchs aufgehalten haben und auch nicht, ob sie dort zusammen gewartet haben. Dutzende Meter durch den instabilen Berg zu bohren, um jeden einzelnen von ihnen zu finden, kaum jemand schätzt das damals als besonders realistisch ein. In der Einsatzleitung setzt sich die Ansicht durch, dass jede Hilfe zwecklos ist. Meine persönliche Meinung ist, dass alle Verunglückten tot sind. Na Gelix, wie hat denn die Bevölkerung auf diese Mitteilungen reagiert? Ja, die Bevölkerung in Lassing kann und will nicht akzeptieren, dass die Einsatzleitung die Verschütteten einfach für tot erklärt und in den nächsten Tagen mit sogenannten Todbergungen beginnen will. Aufgebrachte Anrainer und vor allem die Verwandten der Opfer haben die Bezirkshauptmannschaft regelrecht bestürmt. Die Lassinger demonstrieren dafür, dass aktiv weitergebohrt wird, nach jedem der Verschollenen. Über 200 internationale Rettungskräfte sind vor Ort, um das schier Unmögliche möglich zu machen. Weitere Hilfsangebote aus verschiedenen Ländern gehen ein. Das alles zu koordinieren, ist eine enorm komplexe Aufgabe. Für Außenstehende entsteht vor allem wegen mangelnder Informationen schnell der Eindruck von chaotischen Zuständen. Das Rettungswerk selbst hat ja aus 2 Teilen bestanden. Einmal die Stabilisierung der Pinge und zum Zweiten alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Rettung der Bergleute, die in Lassing eingeschlossen wurden. 9 Bohrungen sollen Aufschluss über Überlebende liefern und deren Rettung einleiten. Die 3 wichtigsten sind: eine Rettungsbohrung zur Bergung von Georg Heinzl aus der Jausenkammer. Eine Bohrung im sogenannten Versatzschacht, die einen Rettungszugang zum sogenannten Dom ermöglichen sollte, einem Hohlraum, in dem Überlebende aus dem 2. Einbruch vermutet wurden. Und eine Erkundungs- und Versorgungsbohrung zum Dom. Jede Bohrung verlangt äußerste Präzision. Von Anfang an. Das Problem hat sich hauptsächlich auch dadurch ergeben, dass in diesem sehr begrenzten Obertagebereich, da waren ja Häuser und andere Strukturen, man sehr wenig Ansatzpunkte haben für die Bohrung. Das heißt, es hat nur einige wenige Punkte gegeben, wo man beginnen konnte. Und da musste man um diese Grubenbauer herumfahren. Das war eine sehr schwierige Aufgabe und hat also besondere Bohrtechniken erfordert. Bereits in der ersten Nacht nach Bohrbeginn muss die Rettungsbohrung in die Jausenkammer wegen starkem Regen abgebrochen werden. Sie sehen selber, das Wasser dringt uns natürlich in die Bohrung ein. Nachdem das Material dann, wenn es nass wird, zum Rutschen beginnt, haben wir natürlich ein Problem, weil unmittelbar in ca. 15 Meter ja schon die Risse sind und das Haus ja zum Runterrutschen dasteht. Wir haben dort in der Zeit, in dieser Woche, ja, mindestens 10 Gewitter der höchsten Kategorie erlebt. Da hat also, dort hat es gedonnert und geblitzt, dass wir geglaubt haben, die Welt geht unter. Und wir haben also auch, müssen ständig aufpassen, damit dass ja nicht etwas passiert. Die Rettungsmaßnahmen werden von vielen Problemen begleitet. Immer wieder überschlagen sich die Ereignisse. Am Dienstag, dem 21. Juli, 4 Tage nach dem Unglück, droht die Pinge erneut nachzubrechen.
jetzt kann momentan das Gleiche passieren, nur viel größer, was am Freitag um 22 Uhr passiert ist. Die Bergearbeiten geraten mehrmals ins Stocken. Selbst die zahlreichen Experten vor Ort wirken oft ratlos. Es gibt, glaube ich, keinen Spezialisten auf der Welt, der sich also mit einer derartigen tektonischen Veränderung als Spezialist bezeichnen kann. So etwas ist einzigartig und hat es noch nicht gegeben. Bereits am ersten Tag nach der Katastrophe werden die ersten Vorwürfe gegen den Bergwerksbetrieb laut. Sie sagen immer wieder, bis gestern 15 Uhr hätte man dieses Bergwerk vermutlich als das sicherste Österreichs bezeichnet, so die offizielle Stellungnahme der Werksleitung, der Geschäftsführung. Die Untersuchungen werden in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich genaueres erbringen. Ich glaube, dass die Probleme viel früher, viel länger zurückliegen, Jahrzehnte zurückklingen, und wo man das weniger beachtet hat, weniger Rücksicht genommen hat, wo man sogar in der Bevölkerung von Raubbau gesprochen hat. Mein Sohn hat oft ist er heimgekommen und hat dann gesagt, heute haben wir wieder Glück gehabt. Heute ist uns wieder jede Menge Gestein gekommen. Also ich glaube, von der Sicherheit her ist mehr gesprochen worden, als was wirklich war. Ich habe nicht einmal gewusst, was ich glauben sollte. Und ich gehe dann um mich und die haben abgesperrt. Und dann sagt er, da kannst du jetzt nicht um mich, sind sie mir gleich angefahren. Weil da knackst du ja schon alles. Sagen die, da knackst du schon alles und die sind noch immer unten. Die entscheidende Frage war, warum wurden nach dem ersten Einbruch überhaupt noch Männer ins Bergwerk geschickt? Wir als Bergleit sind im Kumpeln. Wir sind Berge, wir lassen keinen drinnen. Also, und das hat uns, also mich hat keiner geschickt. Also mich hat keiner geschickt. Für meine Person kann ich sagen, mich hat keiner. So keiner gesagt. Roland, fahr weg. Da sind Leute vom Urlaub zurückgekommen und haben gemerkt, mei, kennst du mich wo brauchen und bin ich wo vonnöten und so. Da ist niemand runtergeschickt worden oder was. Nicht? Ich bin ja selber die ganze Zeit oder die meiste Zeit unten gewesen. Nicht? Beauftragt von der Staatsanwaltschaft hat die Kriminalpolizei unverzüglich mit ihren Ermittlungen zur Katastrophe begonnen. Wir haben den Auftrag zu erheben, inwieweit unter Umständen Fahrlässigkeit hier vorliegen könnte. Unsere Ermittlungen haben sich dann natürlich konzentriert auf die Verantwortlichen, sowohl von der Berghauptmannschaft als auch dort von der Leitung dieses Bergwerkes. Die Arbeit der Kriminalbeamten gestaltet sich schwierig. Schnell entsteht der Eindruck, die verantwortliche Behörde habe etwas zu verbergen. Weil eben die Berghauptmannschaft dadurch natürlich nicht sehr erfreut war, dass jetzt die Kriminalpolizei, die Gendarmerie-Kriminalabteilung, hier die Ermittlungen durchführt. Und da haben wir schon dann auch mit Nachdruck oft müssen Befragungen durchführen, damit dementsprechende Informationen geliefert worden sind. Kaum sind die Rettungsmaßnahmen richtig angelaufen, wird Berghauptmann Wolfgang Wedratz als Einsatzleiter von Alfred Meyer aus der obersten Bergbaubehörde in Wien abgelöst. Ich danke schön. Na ja, die Einsatzleiter haben mehrmals gewechselt. Also den Job hat keiner lang gemacht und so. Also das war übergehocken. Während die Wechsel an der Spitze den Eindruck von Chaos vermitteln, versuchen die Helfer Tag und Nacht alles Menschenmögliche. Ich kann mich noch erinnern, dass also eine ältere Frau gekommen ist täglich mit einem Korb voll Apfelstrudel und verschiedene für die Soldaten, die dort waren, für die Feuerwehrleute, für die Rote Kreuzleute und für die Bohrleute, und haben das dort verteilt. Also es war ganz einfach toll, dass die Leute der Umgebung hier mitgeholfen haben. Die Bevölkerung drängt darauf, noch mehr zu tun. Und der damalige Vizebürgermeister Fritz Stangl wird zum Sprachrohr der Lassinger. Ein Ertrinker, da klammern sie an den Strohhalm, verstehen Sie mich? Und warum sollte man nicht alle Methoden nutzen und bohren? Wir können an 5, 6, 7 Stellen bohren. Baronin von Reden, eine Esoterikerin aus Lienz,
kontaktiert Fritz Stangl und sagt ihm, sie könne unter Umständen helfen. Ein Angebot, das den damaligen Vizebürgermeister nicht mehr loslässt. Und dann ist mir eingefallen, erstens, ich habe bei meinem Segelclub, beim Grundlsee, einen Segelkollegen, der ein anerkannter Esoteriker ist, Peter Komarek, und den habe ich dann in meiner Seelennot angerufen und gesagt, Peter, ohne dass ich was gesagt habe, zu ihm, dass ich da Kontakt mit einer Frau Baronin von Reden habe. Und habe ihm gesagt, ob er feststellen kann, ob da wer lebt. Ich bin dann nach Lassing gefahren und dort war die Lage wirklich chaotisch und die Arbeitsbedingungen für mich denkbar trübselig. Wir haben keine Pläne bekommen, wir haben gar nichts bekommen. Ich hatte also so gut wie keine Unterlagen zum Arbeiten. Ich brauche irgendeine Kontaktperson. Ich muss hier wo die Schwingungen aufnehmen können, sonst finde ich ja nichts. Auf Fritz Stangls Initiative hin und weil genügend Geräte zur Verfügung stehen, werden zusätzliche Bohrungen gestartet, die sich auf Aussagen der Esoteriker über das mögliche Überleben der Verschütteten stützen. Die bleiben allerdings, wie von den Bergbauexperten erwartet, erfolglos. Die ganze Sache gehört nicht zu meinen Erfolgserlebnissen. Die haben natürlich Hoffnung geschürt, ja, und Emotionen geschürt. Und das hat also dieses ganze Rettungswerk sehr schwierig gemacht. Eine Kamerabefahrung am Samstag, dem 25. Juli, im unmittelbaren Bereich der Jausenkammer, begräbt einmal mehr jede Hoffnung. Außer Wasser und Schlamm ist auf den Bildern nichts zu sehen. Wir sind aufgrund dieser Beobachtungen zu der traurigen Erkenntnis gekommen, dass im Bereich der Jausenkammer an eine Rettung nicht mehr zu denken ist. Die Stimmung im Ort scheint am Tiefpunkt. Aber die Bevölkerung macht Druck und es wird weitergebohrt. Sonntag, 26. Juli. Der Gottesdienst, ein Trauergottesdienst. Der Pfarrer legt den Termin für ein Requiem in der kommenden Woche fest. Doch dann, am Abend dieses 26. Juli, 9 Tage nach dem Unglück, geschieht es. Das Wunder von Lassing. Gott, gehört zu einem Retter, man kann mit ihm sogar reden. Die Rettungsbohrung hat den Durchbruch zur Jausenkammer geschafft. Georg Heinzl lebt. Man hat also diese Jausenkammer, wo er ja vermutet wurde, aufgebohrt. Und daraufhin ist das eingetreten, was viele Experten zuvor gesagt haben. Eine Riesenfontäne ist da, eine Wasserfontäne ist rausgeschossen, der ganze Druck hat sich entladen. Und die Ärzte haben gesagt, normalerweise, wenn ein Mensch da drunter ist, da hat er keine Chance aufgrund des raschen Druckausgleichs. Und dann haben die, nachdem der Druck weg war, einfach reingeschaut und haben ihren Augen nicht getraut. Ja, ich habe Ihnen gleich einen Herrn mitgebracht, den Herrn Abraham von der OMV. Er ist jener Mann, mit dem Georg Heinzl seine ersten Worte gesprochen hat. Ja, authentisch, was hat er gesagt? Wie kam es? Was haben Sie gesagt? Wie haben Sie ihn gesehen? Ich habe gesagt, hallo, ist wer unten? Ich habe gesagt, hallo. Und auf einmal hat er gesagt, ich bin's, der Georg. Und in mir, der blonde Mann, der was mitgearbeitet hat, hat gesagt, Georg Heinzl. Und er hat gesagt, ja, Georg Heinzl. Das waren die ersten Worte, die wir von ihm gehört haben. Und das war die Erlösung. Also der Heinzl lebt und den haben wir, den bringen wir raus. Da haben sie mich auch angerufen, ich sollte unbedingt umgekommen. Und hab dann natürlich auch zubedürfen, weil da haben sie auch abgesperrt gehabt, sehr vieles. Also wir haben so Ausweise gehabt, dass man da zubedürfen hat. Und da bin ich ja zubi und da war er an unten und da habe ich auch noch geschrien in das Rohr. Servus, Schudl, ich bin da. Okay. Es ist kurz vor 22.45 Uhr. Ganz Lassing kann es kaum erwarten. Ja, das waren eigentlich Momente, da ist dann kalt und warm über den Rücken gelaufen. Das kann man sich nicht vorstellen. Nach 9 Tagen in absoluter Dunkelheit und ohne Nahrung wird Georg Heinzl geborgen.
ich sag's euch. Verkündet euch eine große Freude. Georg lebt. Ich hab ihn gesehen. Das Kind wird einem Vater in die Augen schauen dürfen. Das ist meine Zusammenfassung. Den Rest sollen die sagen, die gearbeitet haben. Vergelt's Gott, sag ich dazu. Einer der Helden ist Karl Bretter-Ebner aus Steinach bei Lietzen. Er ist mit seiner Kanalreinigungsfirma für die Kamerabefahrungen zuständig und wurde zur Bergung Georg Heinzels in die Tiefe hinabgelassen. Das Bohr im engsten Bereich unten ist kleiner wie 44 cm im Durchmesser. Und von der ganzen Menge, von der Statur, bin ich der Einzige, der was vor der Öffnung durchpassen hätte können. Ich habe natürlich sofort den Vorschlag gemacht, da freiwillig hinunterzusteigen und dem ihn herunter, also zu bergen, also heraufzuholen. Da wie dann der Bretner eben raufgekommen ist, wie er dann in der Bombe war, dann bin ich erst weggegangen, weil ich mir gedacht habe, jetzt kann immer mehr allzu viel passieren. Die Menschen, die dort gestanden sind, waren vielleicht nicht alle sehr katholisch, aber sie haben gespürt, dass etwas ganz Besonderes war und haben gemeinsam begonnen zu singen, großer Gott, wir loben dich. Damit er den plötzlichen Druckausgleich überlebt, wird Georg Heinzel in einer mobilen Druckkammer ins Landeskrankenhaus nach Graz gebracht. Wir wissen, was passiert, wenn man den Deckel einer Sprudelflasche plötzlich aufmacht, dann sprudelt es raus. Und dasselbe passiert leider, wenn ein Mensch lange Zeit unter erhöhtem Druck geatmet hat und der Druck dann auf einmal weg ist, dann kocht sozusagen das Blut auf. Es entstehen lauter Gasbläschen im Blut. Und das führt natürlich zu lebensbedrohlichen Situationen. In Graz wird Georg Heinzel in einer großen Druckkammer weitertherapiert. Sein physischer Zustand ist erstaunlich gut. Er war auf der Intensivstation am Anfang, weil er ein bisschen Intensivtherapie gebraucht hat nach der langen Zeit. Es waren so seine Blutwerte ein bisschen durcheinander gekommen. Und später, um ihn einfach auch abzuschirmen. Also ich habe selber erlebt, ein Angebot für ein Interview mit dem Georg Heinzel, dass sie das Scheckbuch also hingehalten hat, die Journalistin, und gesagt hat, wie ich gefragt habe, und wenn ich jetzt 100.000 D-Mark hineinschreibe, schreiben Sie hinein, 100.000 D-Mark, spielt keine Rolle. Bereits 3 Tage nach seiner Rettung gibt Georg Heinzel sein erstes und bislang einziges Interview, das gleichzeitig allen Medien übergeben wird. Haben Sie etwas gehört? Ich hab schon was bohren gehört, aber ich habe nie genau sagen können, wo kommt das her oder von wem kommt das, wie kommt das. Ich habe das nie sagen können, wie. Wie war das dann mit dem Durst und wie war das mit dem Hunger? Ja. Der Durst. Ich und meine Freunde haben schon gekommen gesehen, die wollen mir was zum Trinken bringen. Ich habe schon so fantasiert, gegriffen um was und nichts gekommen, aber wirklich Hoffnung. Nicht. Und es hat nicht gepasst. Nicht. Wie war es dann, wie Sie das Gefühl gehabt haben, jetzt bricht dann der Bohrer bald durch? Ja, wenn man denkt, jetzt ist eh wieder Wassereinbruch oder was, weil so eine Flut auf einmal gekommen ist vom Bohrer. Nicht. Und wenn man denkt, so jetzt ist es aus. Und dabei kommt schon das Lamperl nach, aber die Kamera nicht. Bis heute will Georg Heinzel nicht mehr in der Öffentlichkeit über das Unglück sprechen. Seine Rettung hat in Lassing die Hoffnung entfacht, weitere Überlebende bergen zu können. Die Bohrungen laufen auf Hochtouren. Wird es zu einem zweiten Wunder kommen? Der Medienandrang in der beschaulichen Gemeinde ist jetzt noch stärker. Die ganze Welt blickt nach Lassing. Ein Dorf wird belagert, von Reportern und Kamerateams auf der Jagd nach Emotionen.
Der Ausnahmezustand hinterlässt tiefe Spuren. Bis heute. Vor zwei Stunden hat die Pressekonferenz hier stattgefunden. Man war überfordert, wie man mit diesen Journalisten umgegangen ist. Weil bis zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, in dieser Form es wahrscheinlich kein Unglück gegeben hat, dass so viele Journalisten an einen Ort befördert hat und wo ein so eine große Wissbegierde nach dieser Information war, was ist passiert, kann man diese Bergleute noch retten. Diese Ungewissheit hat einfach den Journalismus noch hungriger gemacht, als was er ohnehin schon war. Über 350 Journalisten aus der ganzen Welt berichten täglich live aus Lassing. Vor allem über das Warten, über das Bangen und das Hoffen. Für die Betroffenen eine enorme zusätzliche Belastung. Da sind vor der Haustür Kameraleute gestanden und haben gewartet, bis dass ich aufmache. Oder die haben auch gesagt, ging gang. Bitte sofort ein Interview und. Also das war zu der Zeit. Oder die haben gewartet, bis dass du runtergehst zum Auto. Und die sind im Auto unten gesessen und gewartet, bis dass du runterkommst und dass dich ergattern können. Wir waren ja auch als Fotografen sehr verschrien, weil wir immer die Action-Szenen oft fotografieren wollten und viele nicht einsehen wollten, dass das unser Job war, unser täglich Brot war. Die Medien erzeugen aber auch einen öffentlichen Druck, die Rettungsmaßnahmen nicht aufzugeben. Und manche nehmen eine Vermittlerrolle zwischen den Einsatzkräften und den Angehörigen der Verschütteten ein. Ohne die Journalisten, muss man ehrlich sagen, waren wir schon längst auch miteinander gestorben, muss man schon sagen. Also euch muss man schon loben, dass man selber wieder unter die Arme greift, weil sonst waren wir total vergessen in jeder Weise. Ne? Das muss man auch sehen. Es war ja so, dass wir als Reporter eigentlich so etwas wie eine Mittlerstellung hatten in Lassing. Auf der einen Seite waren die Rettungsmannschaften, die Rettungsteams, die Leute, die die ganze Bergung koordiniert haben. Und auf der anderen Seite waren die Angehörigen, waren die Lassinger. Und in der Mitte waren wir. Wir haben die Möglichkeit gehabt, dass wir auch aufs Gelände gekommen sind. Es hat täglich so Führungen ins Gelände gegeben. Wir konnten mit den Kameras hinaus. Die Angehörigen konnten das nicht. Die Angehörigen sind zu uns gekommen. Ich werde nie vergessen, eine ältere Frau ist zu mir gekommen an einem Vormittag mit einem Flascherl Weihwasser. Sie hat gesagt, sie kommen da hinaus, schütten sie das aus. Nach der Rettung Georg Heinzels wurde die Pressearbeit der Einsatzleitung wesentlich verbessert, straffer koordiniert. Ja, wieso warten Sie nicht oben, dann würden wir uns hinsetzen und dann machen wir genau. Ja. Also genau. Ich sag bis dorthin kein Wort. Informationen wurden dort verkauft als wahr, die aber an den Haaren herbeigezogen worden waren. Und da bin ich darauf gekommen, die Presse sollte authentisch unterrichtet werden von Leuten, die sich auskennen. Und auch, wie wir den Fortschritt erarbeiten, vernünftig berichten können. Der Andrang von Journalisten ist das eine. Hinzu kommen in jenen Tagen noch unzählige Schaulustige, Katastrophentouristen, die den Menschen im Ort zusätzlich die Privatsphäre rauben. Wir gehen da rüber und werden sich die Häuser da noch anschauen, was man da angeblich noch sieht. Extra hergefahren? Extra hergefahren, ja. Warum? Aber nicht aus Neugierde. Eigentlich weniger, sondern ja. Um Hoffnung zu bringen. Und Sie sind heute hergekommen, um sich das anzuschauen. Um sich das Ganze mal anzuschauen, ja, wie das ganze Misere ausschaut. Ja, ich kann das an und für sich nur verurteilen, den Bingen-Tourismus. Ja, wenn man schon da ist, dann macht man ein paar Fotos auch, zumindest von den Geräten, sonst sieht man ja nichts. Das gesamte Rettungswerk war ja nahezu wie ein Schauspieler auf einer großen Bühne. Auf der einen Seite waren also die Tausenden Neugierigen und auf der anderen Seite eine Binge, die also gewaltige Ausmaße angenommen hat. Und dann diese ganzen Rettungsarbeiten. Das war also sehr schwierig. 1. August, zwei Wochen nach dem Unglück. Der Durchbruch der Versorgungsbohrung zum sogenannten Dom, in dem Überlebende vermutet werden, steht kurz bevor.
Ja, wir hoffen, dass, wie gesagt, morgen in der Früh, in den frühen Morgenstunden, der Dom mit der Versorgungsbohrung erreicht wird und nach dem Durchstoßen der Blase, der Luftblase, die da drinnen ist, werden sofort sämtliche Maßnahmen eingeleitet, um eventuell Kontakt mit den drin Befindlichen aufzunehmen. Es hat immer so Momente gegeben, ha, jetzt haben wir was, aber dabei war es wieder nichts. Nach dem Durchbruch zum Dom am 2. August soll eine Kamerabefahrung Klarheit bringen. Was werden die Bilder zeigen? In ganz Lassing herrscht Hochspannung. Am späten Nachmittag sollen die Angehörigen Gewissheit erlangen. Sie werden live dabei sein, wenn die Kamera den Dom erreicht. Sind wir alle zusammengekommen, haben wir es runtergefahren sind mit der Kamera da, wie sie die Bohrung gemacht haben, in den Dom runter, was sie gemeint haben, da sind ein paar Spuren oder sonst irgendwas, aber das hat sich nicht ergeben. Dort hat man dann den Stacheldrahtzaun, der herum auf der Wiese war, in 130 Meter Tiefe gesehen, aber nur keine Bergleute. Und von da weg kann man natürlich aufschließen. Ja. Es war halt ein Moment, wo innerlich, was du denkst, für mich selber, das kann es nicht sein. 4 Wochen nach dem Unglück werden die Rettungsmaßnahmen offiziell für beendet erklärt. Nach dem Abzug der Helfer und Medien kehrt Stille in Lassing ein. Dort, wo sich vor Tagen noch die Kamerateams gedrängt haben, ist auf einmal Leere. Geisterhafte Stunden im Tageslicht. Die Bilanz ist ernüchternd, trotz Wunder. Das war schon eine große Aufgabe, dort das alles zu koordinieren. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, nicht mit besonderen Erfolg gekrönt, dadurch, dass wir die 10 nicht gefunden haben. Die Suche nach der Verantwortung für die Katastrophe ist im vollen Gange. Und hat längst die österreichische Bundespolitik erreicht. 2 Monate nach dem Bergwerksunglück von Lassing ließ der oberste Chef der Bergbehörde, Minister van Leitner, am Mittwoch in der ZIB 1 eine Bombe platzen. Was genau wissen Sie? Ich habe vor wenigen Minuten von einem Vertreter der obersten Bergbehörde die Information erhalten und auch die Evidenzien erhalten, dass seit März 1997 auf der Scheibe 1a ohne Genehmigung abgebaut wurde. Am 17. September 1998 legt der Minister dem Parlament einen Bericht zum Lassinger Bergwerksunglück vor. 2 Anträge der Opposition auf Untersuchungsausschüsse werden mit den Stimmen der Regierungsparteien abgelehnt. Ebenso 2 Misstrauensanträge gegen Minister Fahndleitner. Der damalige Lassinger Bürgermeister Bernhard Zeiser verfolgt die hitzige Debatte von der Galerie aus. Die Opposition fordert, dass Wirtschaftsminister van Leitner politische Verantwortung übernimmt und zurücktritt. Überhaupt hätte er schon längst vom illegalen Abbau gewusst und nicht erst seit Mittwoch. Ich sage Ihnen von diesem Pult, Herr Minister, Sie lügen. Ich bitte, wenn Sie sich in der Wortwahl etwas zurückhalten, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf für den Vorwurf des Lügens. Ich habe auch eindringlich telefoniert und gebeten, diese Warnungen ernst zu nehmen mit der Präzisierung des Schwarzabbaus auf Ebene 1a. Ich bewahre mich dagegen, dass mir unterstellt wird, dass ich Dinge nicht richtig wiedergebe. Am 11. Jänner 1999 beginnt der Strafprozess in der Causa Lassing. Die Hauptangeklagten, der ehemalige Betriebsleiter Hermann Schmidt und der ehemalige Leobner Berghauptmann Wolfgang Wedratz. Der ebenfalls angeklagte Geschäftsführer der Neinscher Mineralwerke, Walter Engelhardt, ist vor dem Prozess verstorben. Der Prozess gerät zum Streit der Gutachter. War das Unglück eine unvorhersehbare Naturkatastrophe oder die Folge menschlichen Versagens? Deutsche Experten erstellen das offizielle Gerichtsgutachten, weil der Richter bei den Montanisten aus Leoben eine Befangenheit befürchtet. Die Gutachter stellen klar Versäumnisse von Seiten der Werksleitung als auch von der Behörde fest, die allerdings aus Einsparungsgründen nur mehr zu stichprobenartigen Kontrollen verpflichtet war.
Der riskante Schwarzabbau auf Scheibe 1a sei die Hauptursache für die Katastrophe. Ein Gegengutachten von Loeben-Experten weist auf Lücken in dieser Expertise hin. Das Gerichtsgutachten erklärt eigentlich nicht den schwarzen Schlamm, weil über dem Abbauort liegt eine Grundmoräne, die ist nicht schwarz, und die Talfüllung, die dann oben liegt, das sind Schottersande, Seetone, ganz feine Tone, die sind ist bestenfalls graues Material, aber nicht schwarz. Schwarz ist hinter dem Ende der Lagerstätte, und man ist immer an diesem, in diesem Bereich gewesen, ist ein sogenannter Phyllonit, das ist ein schwarzes zerriebenes Gestein, das unserer Meinung schon beweist, dass dieser Einbruch von der Seite lateral von dieser Störungszone gekommen ist. Laut Gegengutachten erfolgte der erste Einbruch, bei dem Georg Heinzel in der Jausenkammer eingeschlossen wurde, also seitlich aus einer geologischen Störungszone, aufgrund derer Talg überhaupt erst entstehen kann. Auslöser sei eine sogenannte innere Erosion gewesen, eine rasche Entfestigung des Gesteins, hervorgerufen durch einströmendes Wasser. Die Randbereiche an der Störungszone wurden zunehmend wassergesättigt. Dies führte zum zweiten, verheerenden Einbruch. Der sei in einem Bereich unterhalb der Jausenkammer erfolgt, was Georg Heinzel das Leben gerettet habe. Auch das Gegengutachten schließt menschliche Fahrlässigkeiten in der Abbauführung nicht aus. Für mich wäre es gar nicht so sehr die Höhe gewesen, aber dass man mehr Abstand zu dieser Lagerstättengrenze hätte halten müssen oder schauen, ob sich das nach oben hin ändert, ob da vielleicht sich die Situation ändert, ob da eben mehr Wasser gefüllt ist oder nicht. Aber ja, das natürlich, irgendwo muss ein Fehler sein. Man kann nicht sagen, dass das, was passiert ist, Normalbetrieb ist. Das Gefahrenpotenzial eines Abbaus zu nahe an der Palten-Liesingtal-Störung sei laut Gegengutachten nicht zu erkennen gewesen. Diese These wird vor Gericht nicht gewürdigt. Die Vorhersehbarkeit wäre bei unserem Gutachten wahrscheinlich nicht so vordergründig gewesen. Das wäre schon möglich. Ob es fürs Gericht was anderes gewesen wäre, weiß ich nicht. Das reicht ja fürs Gericht, wenn es der Richter als erwiesen ansieht. Bis heute ist so manche Frage offen geblieben, nicht zuletzt deshalb, weil die Einbruchstelle beim Bergwerk nie gefunden wurde. Im rechtskräftigen Gerichtsurteil der zweiten Instanz im Jahr 2003 wird der ehemalige Betriebsleiter wegen fahrlässiger Gemeingefährdung verurteilt. Ebenso der Berghauptmann, aufgrund von jahrelanger Vernachlässigung der behördlichen Aufsichtspflicht. Es muss wer schuld sein. Und da ist man dann relativ bald drauf gekommen, ja, mindestens einer vom Betrieb und einer von der Behörde. Nicht? Und die Behörde war eben damals die Berghauptmannschaft Leoben. Auch abseits der Schuldsprüche wurden Konsequenzen aus dem Unglück gezogen. Das österreichische Berggesetz von 1975 wird durch ein neues Montangesetz ersetzt. Die Folge? Das Ende der als zu betriebsfreundlich geltenden Berghauptmannschaften. Aus 6 Berghauptmannschaften sind 3 ministerielle Montanbehörden, Vollzugsbehörden hervorgegangen mit 3 Stabsabteilungen in Wien. Da waren Angriffe auf die Bergbehörde, die als autokratisch und irgendwie selbstzentriert betrachtet wurde. Und das hat sicherlich in der Bevölkerung dazu geführt, dass es eine gewisse Antistimmung war. Nicht nur gegen die Bergbehörde, auch gegen den Bergbau insgesamt. Es wurde die Grubenwehr auf neue Beine gestellt, also die gesamte Zusammenarbeit. Es wurden auch Kataloge angefertigt, wo die diversen Hilfsmittel, Rettungsmittel zu erreichen wären. Das war ja vorher alles in dieser Form nicht vorhanden. Lassing ist aber auch die Geburtsstunde des österreichischen Katastrophenmanagements. Die behördlichen Zuständigkeiten im Katastrophenfall wurden neu geregelt. Ebenso die professionelle Öffentlichkeitsarbeit. In dieser Situation haben wir eigentlich erkannt, dass es etwas gibt, was es noch nicht gibt, nämlich Krisenintervention für die Angehörigen, für die Betroffenen. Und das hat sich dann einige Monate später in Galtür gezeigt, dass man das österreichweit braucht. Und seitdem des Kriseninterventionsteams in Österreich, und dafür bin ich sehr dankbar. Die Hinterbliebenen der Opfer und die Geschädigten des Unglücks erhalten Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe.
Beim Rio Tinto-Konzern möchte man Rechtsstreitigkeiten vermeiden und zahlt schnell. Geld, das das Leid nicht annähernd aufwiegen kann. Der Grubenbau wird im Zuge von Sanierungsarbeiten abgedichtet, das Bergwerk Lassing geschlossen. Das wird sicher noch viele Generationen dauern, bis die Menschheit diese Rohstoffe, die dort jetzt noch unten liegen, dann einmal gewinnen wird, müssen vielleicht. Da, wo sich 1998 der Krater aufgetan hat, wird im Mai 2002 eine Gedenkstätte für die 10 Opfer der Katastrophe eingeweiht. Im Lassinger Talgwerk wird heute der Talg von Lagerstätten aus aller Welt angeliefert und verarbeitet. Für die weitere Verwendung vor allem in der Farb- und Lackindustrie. Lusenac, die Muttergesellschaft des Lassinger Bergwerks, gehört mittlerweile einem französischen Bergbaukonzern. Das Verarbeitungswerk in Lassing ist im Besitz einer österreichischen Industrieholding und investiert in die Entwicklung neuer Produkte rund um den Talg. Die Barbara-Kapelle bei der Betriebseinfahrt erinnert an die einst so stolze Bergbaugeschichte des Ortes und dient dem Gedenken an die Verschütteten, die nie geborgen wurden. In Lassing hat die Zeit längst nicht alle Wunden geheilt. Ich glaube, es liegt viel an der Ungewissheit. Was ist wirklich passiert? Wie sind sie ums Leben gekommen? Ich bin in der Nachkriegszeit aufgewachsen und hab da halt also als kleiner Bub immer gehört, ja, wie der im Krieg gefallen ist und so und so. Und dann hat man aber abgeschlossen. Und gekriegt hat man dann immer von den sogenannten Vermissten und mein Gott, nein, es war nicht geklärt und da war es auch nicht geklärt. Und diese Ungewissheit, die ist blieben und die nagt heute an der Seele noch. Und die wird nicht wie mit. Die wird bleiben, aus fertig. Es sind da Situationen dabei, wo ich sage, warum? Unverständnis. Die Frage, wo es sind, wie jetzt anders ausgeschaut, warum ist das passiert? Meine Mutter war in der Phase, glaube ich, sehr verschlossen. Die hat es in sich mehr oder weniger gegessen. Und noch in die Öffentlichkeit eher nichts dazu beitragen. Was wir fünf Kinder wahrscheinlich dasselbe haben. Weil er geredet hat über das Sortenwehr. Und so tragt halt jeder sein Backel selber. Und muss mit denen irgendwie klarkommen, beziehungsweise aufarbeiten. Lassing hat es im Sommer 1998 buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Der damalige Bürgermeister Bernhard Zeiser hat bereits ein Jahr nach der Katastrophe seine Sorge über die Zukunft seiner Gemeinde zum Ausdruck gebracht. Ich muss leider das so sagen, trotzdem, dass man dankbar sein muss, dass so viel Geld gespendet worden ist, nicht? Und dass das auch kein schöner Zug wäre, wenn ich sage, naja, das wäre nicht notwendig gewesen. Und auf der anderen Seite denke ich mir oft, das ist meine persönliche Überzeugung, wenn es gerade das Geld nicht gegeben hätte, wäre vielleicht viel ausblieben. Beschuldigungen, Verdächtigungen und was immer damit verbunden ist. Dann. Heute liegt ein Mantel des Schweigens über dem Ort. Eine Aufarbeitung des Unglücks in der Gemeinschaft ist nie passiert. Ja, also eines der Probleme in Lassing aus heutiger Sicht war, dass das ein Ereignis war, das aus meiner Sicht an die extremen Enden des Verhaltens der Menschen gegangen ist. Wenn du nicht woanders hinfährst und fragen dich, wo bist du denn her, sage ich, aus Lassing. Ah, komm und klick. Ja, sage ich. Ja, und wie ist es so jetzt? Sag ich. Ja, wie soll es sein? Wir müssen leben damit. Es ist halt, es wird immer bleiben.
Ländliche Idylle in einem traumatisierten Ort. Der einst so starke bergmännische Zusammenhalt ist nach dem Unglück in sich zusammengebrochen. Vom Umgang her, so wie wir früher waren, wie wir noch komplett im Betrieb alles waren, wie die mein Vater noch gearbeitet haben, ist nicht mehr der Fall. Ich bin von Lietzen, das ist gleich in der Nähe von Lassing. Ist vielleicht auch, wie soll ich sagen, durch das habe ich ein bisschen eine Differenzierung von dem Ort und ist vielleicht jetzt in der Vergangenheit sehr, sehr gut gewesen, weil ich für meine Person auch ein bisschen zur Ruhe gekommen bin. Oder besser gesagt, ich habe das ein bisschen für mich selber aufarbeiten dürfen. Und heute kann ich darüber reden, vor Jahren hätte ich das nie können. Heute schaffe ich das schon besser, so wie einmal. Maria Schöckl hat einen Abschiedsbrief an ihren Sohn und alle anderen Verunglückten verfasst. Wir haben einfach das Bedürfnis, von dir schriftlich Abschied zu nehmen, da es sonst in keiner anderen Form mehr möglich ist. Denn etwas Unabgeschlossenes macht sich in uns manchmal breit. Was wir in euch so geliebt und geschätzt haben, tragen wir in unseren Herzen weiter und lassen es uns von niemandem mehr verschütten. Es waren 40 schöne, erfüllte Jahre. Dafür danken wir Gott, der allein um das Ausmaß des Leides der Betroffenen, um Schuld und das Rätsel der Tragödie von Lassing Bescheid weiß. Ein Abschied für immer und doch ohne Ende. Schweren Herzens sagen wir, Herr, dein Wille geschehe. Wir gedenken in Liebe und Achtung dir und deiner Kameraden, deine Mami. Mein Vater war immer extrem hilfsbereit, für mich eine irrsinnige Bezugsperson, die mir natürlich bis zum heutigen Tag extrem fehlt. Die Gedenkstätte über dem ehemaligen Bergwerk liegt da, wie ein Mahnmal. Wohl kaum jemand hat mit den Ereignissen des Jahres 1998 abgeschlossen. Das will da keiner mehr was aufrühren und man will da auch in Wirklichkeit einfach nur ruhig leben. Ich verstehe das auch. Irgendwann werden auch hier die Ruhe und die Zeit die Wunden heilen. Und es wird eines Tages ein neuer Stolz erwachsen. Der Lassing vom Nimbus des Katastrophenortes befreit.